Hallo und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Elbo und wir spielen weiter Palia. Ich habe gerade einen Brief gekriegt von Esche und zusätzlich auch eine Quest. Deswegen möchte ich euch den Brief ganz einfach mal vorlesen. Ich weiß leider nicht, was drin steht, weil ich da noch nicht weiter gelesen habe. Sei gegrüßt, Elbo. Du bist eingeladen, der allerbeste. Das Allerbeste zu genießen, das Kilima zu bieten hat. Dieses kleine Dorf ist dankbar, Subira zu beherbergen. Ein legendäres Mitglied des Ordens. Ach so, okay. Diese ehrenwerte Wächterin hat Jahrzehnte ihres Lebens dem Schutz unseres Volkes gewidmet. Und sie willkommen zu heißen. Hä? Ist das Mindeste. Ach so, sie willkommen zu heißen, ist das Mindeste, was wir tun können. Daher betrachte deine Anwesenheit als Pflicht. Sprich mit mir, wenn du bereit bist zu gehen. Deine bescheidene Magistratin Escher. Okay, wir haben nämlich eine Quest bekommen. Er spricht zwischen 18 Uhr und Mitternacht mit Escher, um zur Party eingeladen zu werden, glaube ich. Irgendwie sowas in der Drehe. Genau. Also wir machen jetzt erstmal kurz weiter. Genau. Nein, wir werden die ganzen Wochenwünsche fertig abschließen. Jetzt erst einmal, so weit wie wir halt auch kommen. Gehen dann nochmal Muscheln sammeln, die Austern sammeln. Und dann mal gucken, wie viel Zeit wir dann noch haben. So. Auf geht's. Ich fange mal an, hier ein bisschen zu rennen. Weil sonst ist es schlecht. Wir fangen einfach ganz oben an. Wir müssen nochmal zu Badru. Wo ist der kleine Mann? Badru ist. Ei. Da ist Badru. Und mit Sifu müssen wir auch rennen. Oh, jetzt sind ganz viele hier. Krass. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Genau, Badru möchte ja noch gerne Maissaat haben. Oh nein. Wir sehen uns wieder. Ich gehe nochmal schnell Maissaat. Bist da was? Ich habe jetzt eigentlich keine Lust, nochmal zurückzugehen. Nee, verkehrtes Haus. Ich hoffe, ich bin mir nur nicht sicher. Fertig, wir haben Maissaat. Oh, jetzt habe ich vorhin gerade rausgepackt, den Mais. Ich weiß aber gar nicht, warum ich den rausgepackt hatte. Nairo wollte was haben. Nairo möchte gerne. Ach, ich glaube, Nairo hatten wir schon abgeschlossen, war genau. Mujin-Fleisch. Also auf zu Badru und seiner Frau. Badru, genau. Der möchte gerne Mais haben. Von daher. Wie läuft der Tag? Aber ich hab doch. Hä? Ich hab dem das doch aber noch gar nicht gegeben. Können wir wirklich nur einmal am Tag das abgeben? Oh nein. Delia. Schön, dass du vorbeigeschaut hast. Ich bin immer froh, hier ein bekanntes Gesicht zu sehen. Das Mittagessen wurde ausgeliefert. Na, sieh einer an. Ich wusste doch, dass ich die richtige Person gefragt habe. Immerhin kann man sich auf dich verlassen. Schade, dass diese Jungs keine Sekunde still sitzen können. Es würde ihnen gut tun, ab und an mal einen Gang runterzuschalten und sich an den Lilien zu erfreuen. Aber ein Schritt nach dem anderen. Ach, genug von ihnen. Ich habe genau das Richtige als Geschenk für deine Hilfe. Hausmannskost. Ich habe Zwiebel, Karotten und Gemüsesuppe. Welche magst du am liebsten? Boah, wir nehmen Zwiebelsuppe. Bitte schön, Herzchen. Ach so, okay. Ich wollte gerade sagen, wieso kriegen wir denn jetzt nur eingemachte Blaubeeren? Iss sie, solange sie heiß ist. Sehr schön. Dann ging das jetzt nun mal nicht mit.
Badru. Auch nicht schlimm. Sei der Hammer nicht. Cheyenne. Wo ist der, die gute Cheyenne? Ich sehe ihn nicht. Doch, da. Aber mit Esche sprechen wir jetzt nicht. Wie gesagt, ich möchte jetzt erstmal eins nach dem anderen abschließen, indem wir jetzt nochmal Muscheln holen, dann die Austern, sodass wir dann wirklich damit erstmal weiterkommen. Genau. Also immer eins nach dem anderen. Da ist Cheyenne. Zack. Der Drache ist überall um dich herum. Wenn du ihn nicht siehst, öffne deine Augen. Wir plaudern erstmal mit ihm. Sag mir, Phönixkind, was ist heute Abend dein Begehr? Wissen, Entspannung, ein Sanuk. Ein Sanuk? Nun denn, du bist direkt. Und es ist sicher gesund, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Ich selbst jage nicht, aber der junge Hassian kann dich vielleicht zu einem solchen Geschöpf führen. Willst du mein Chef sein? Ich verstehe, dass du schnell vorankommen möchtest, aber ein Chef ist keine Angelegenheit, die man überstürzen sollte. Du solltest die Person, um die es geht, erst besser kennenlernen. Okay. Falls du zufällig Zwiebeln in deinem Garten hast, ja, hier bekommst du auch gleichzeitig deine Zwiebeln. Und schon sind wir da auch wieder einen Schritt weiter. Abgeschlossen. Wer ist der nächste auf meiner Liste? Der nächste auf meiner Liste ist Escher eigentlich. Aber wir haben noch keine gegrillte Auster. Hassian. Heckler. Nein, ich habe dein Dings immer noch nicht. Aber der möchte Schapperfleisch. Dann plaudern wir mal ganz kurz. Magst du es auch so sehr wie ich, abends ins Gasthaus zu gehen? Es ist fast, als hätten wir in diesem Dorf etwas wie ein Dining Club. Erzähl das bloß nicht, Escher. Aber ich finde das Essen hier sogar noch besser als in Bahari. Sehr schön. So, wo ist er denn, der gute Ken Lee? Das haben wir nämlich jetzt gerade abgegeben. Sifu. Need something smashed? Elbo, ich hatte gehofft, dich zu treffen. Ich fühle mich geehrt. Das solltest du. Ich bin ein schwer zu beeindruckendes Mädchen. Ich komme gleich zur Sache. Ich habe beschlossen, dass die Welt von meinem großen Abenteuern erfahren muss. Also habe ich mein Memoir müsste es, glaube ich, heißen, niedergeschrieben, damit jeder meine Geschichten erfährt. Würdest du es dir einmal ansehen? Aber gerne. Schön, das Buch liegt auf dem Tisch in meinem Haus. Würdest du es lesen? Ich habe im Moment alle Hände voll zu tun. Machen wir auf jeden Fall. Du siehst so aus, als hättest du ein paar Gewichte gestemmt. Du hast dir also meinen Rat zu Herz genommen. Ich wurde so geboren, bald bin ich ein richtiger Muskelprotz, nur wenn Bücher als Gewichte zählen, welchen Ratschlag? Welchen Ratschlag? Das war's gar nicht du? Ich muss schnell nachlesen, ob Anui in seinem Baumhaus keine Hantelbank aufgestellt hat. was möchte Sifu haben? Ich weiß es nicht. Ja, Sifu haben wir nicht. Super. Esche will noch eigentlich was, aber nee. Cheyenne hat mal Ashura Hammer. Wer ist der nächste auf unserer Liste? Rhett. Rhett wird schlafen. Nein, Rhett schläft nicht. Rhett ist da. Zack. Rhett, komm her. Was führt sich in dieser Ecke des Dorfes? Ich möchte dir etwas geben. Einmal Knoblauch. Hey, das ist genau das, was ich noch für mein Rezept gebraucht habe. Diese Woche probiere ich etwas Neues aus. Wenn du das essen solltest und es dir nicht schmeckt, dann sei so lieb, als würdest du es mögen, ja? Oh Mann, ey. Wir können wirklich nur einmal am Tag was abgeben. Oh, schade. So, Sifu hatten wir schon. Subira. Wer ist Suriba? Tisch ist hier. Tisch können wir gleich erstmal machen, bevor ich wieder weglaufe. Tut mir leid, ich habe dich gar nicht gesehen. Ich war völlig in Gedanken verloren, wie ich mein Foyer neu gestalten soll. Einmal mit dir plaudern. Ich kann mich nicht, was ich kann,
mich kaum für eine Lieblingsjahreszeit entscheiden. Aber wenn ich müsste, dann wäre es der Herbst. Ich liebe einfach die Farben des Laubs und die frische Herbstluft. Das ist schön. Was will denn die haben? Was wollt ihr denn den Tisch haben? Süßblatt. Nein! Dann kriegst du ein Kernholzbrett. Dieses Holz wird bestimmt zu einem Schrank. Das Design des Möbelstücks liegt sowieso in den Händen von jemand anderem. Ich entferne einfach alle zusätzlichen Holzstücke und verhindere, dass jedes Brett sein volles Potenzial erreicht. Okay. Oh. Tut mir leid, falls ich unaufmerksam war. Normalerweise würde ich ja plaudern, aber heute, naja, ich habe diese großartige Idee. Ich würde dir so gern mehr darüber erzählen, aber ich will auch irgendwie, dass es eine Überraschung bleibt. Die Spannung bringt mich noch um. Nun sag schon, behalte es lieber für dich. Nein, erzähl's uns. Okay, gut, du hast mich überzeugt. Das war einfach. Ich werde sie dir verraten. Ich habe Jell den Auftrag gegeben, eine neue Schürze für meinen Bruder zu schneidern. Er beschwert sich dauernd, dass er seine Kochutensilien verliert. Das einzige Problem dabei ist, dass Jell ewig braucht. Er will, dass sie perfekt wird. Aber bald kommt der Tag, an dem wir genau 6 Monate in Kilimanjaro wohnen. Dann wollte ich sie ihm schenken. Ich könnte mal mit ihm reden. Oh mein Drache. Meinst du das ernst? Du wärst mir eine Riesenhilfe. Danke, danke. Bitte, bitte. Noch was? Nee. Aber wir können mal gucken nach neuen Rezepten eventuell. Ich hoffe, dass sie welche hat. Nein. Schade, Schokolade. Nicht schlimm. Angel. Ich habe gesagt, wir machen keine Quests. Machen wir auch nicht. Das wäre jetzt nämlich zu komisch. Wo, das ist Eloisa, zack, zack, Kenyatta, Esche, Retsifu, nein. Nein, auch nicht der richtige. Nein. So, wir gehen einmal zum schwarzen Brett. Und gehen damit dann erst einmal in nach Bahari. Um ganz einfach. Nein, das machen wir nicht. Die anderen Wochenziele zu abzuschließen, genau. Ah nein, ich wollte Hekla suchen. Und Gina. Gina, genau. Oh nö. Na, schon mal. Najuma möchte nämlich genau. Wo ist Najuma? Ach, die ist dann bestimmt hier vorne irgendwo war. Nein, doch da. Udari und? Najuma. Oh. Wo müssten wir uns denn hin? Ne, wir laufen einfach ein bisschen. Erst einmal. Kommen wir hier überhaupt einfach so durch? Hä? Tamala? Tamala hatte doch auch irgendwas, oder? Genau. Dieses komische Teppich-Moos-Grün-Ding. Wo ist sie denn jetzt nochmal? Da ist er. Also erst einmal schnell zu Tamala. Bevor wir dann nochmal zurücklaufen müssten. Das wäre nämlich nicht ganz so gut. Süßblatt. Einmal gucken. Nicht viele bekommen durch diese Gegend. Es gibt Gerüchte über eine mysteriöse Kreatur, die nachts durch den Holunderwald im Norden streift. Ich würde diese Behauptung jedoch mit Vorsicht genießen. Als nächstes heißt es noch, der alte Brunnen sei voller Gespenster und Kobolde. Willst du mein Chap sein? Oh, äußerst unterhaltsam. Um mich zu beeindrucken, musst du dich deutlich mehr anstrengen. Könntest du mir. Achso, ich wollte doch einfach bloß da drauf drücken und zack.
Diese wunderbare Schweinerei ist genau das, was ich mir für meine neue Mixtur brauche. Ich bin dir unendlich dankbar. Bitte, bitte. Oh. Nehmen wir ihre Quest auch noch gleich mit. Du bist ein Schätzchen. Willst du mich besuchen? Hust. Ach du meine Güte. Mein Husten scheint wieder schlimmer zu werden. Wenn ich doch nur ein paar Gewürzsprossen hätte. Die würden meinen Hals gut tun. Und wir könnten uns gepflegt unterhalten. Überlass das mir. Ich werde sehen, ob ich welche finde. Nein, natürlich überlass das mir. Oh, wie rücksichtsvoll von dir. Ich werde sehnsüchtig auf deine Rückkehr warten. Falls wir welche finden, werden wir auf jeden Fall welche mitnehmen. So. Aber jetzt wirklich zu Hodari und Dings. Wo ist denn der nächste Teleportstein? Der ist da unten, okay. Wir müssen uns hier hin, Bahari, Pulswasserebene und dann noch rüberlaufen. Oder wir laufen hier einfach den Weg wieder runter. Ne, wir laufen hier ganz normal den Weg. Dann passt das auch. Was essen müssten wir mal schnell? Bevor das wieder nicht funktioniert. Und dann haben wir eigentlich ganz gut schon was geschafft jetzt. Also wirklich gut geschafft. Genau, und dann gehen wir gleich noch ein bisschen was hier sammeln. Aber erstmal will ich, wie gesagt, alles erstmal abgeben. Beziehungsweise so viel wie möglich auch erstmal abgeben. Dass das wirklich dann alles ganz gut funktioniert. Was bist du denn? Oh. Ach, ich glaube, du bist hier nur dieses Nachtschatten-Dingsbums. Ja, sag ich ja. Nachtmotte. Scheibenkleister. Na, nicht so schlimm. Hier ist noch so eine Nachtmotte. Nehmen wir ganz einfach mal mit. Vielleicht werden wir ja noch auf 9 kommen jetzt. Oh, da hat es aber ganz schön gerade geleckt. Oh, hier ist noch eine glitzernde. Nehmen wir die doch auch gleich mit. Und das ist noch so eine glitzernde. Treffe ich die? Ja. Ah, und sogar eine Blume noch bekommen. Eine Rosenblume, okay. Sehr, sehr schön. Was hat sich denn hier jetzt gerade erschrocken von mir? Gute Frage, nächste Frage. Najuma ist hier. Manche finden es langweilig hier draußen. Mir gefällt es hier. Letztes Jahr habe ich ein zeitgesteuertes Explosionssystem für den Festzug zur Midsommerfeier entwickelt. Auf diese Weise wird sämtliche Pyrotechnik automatisch gezündet. Dieses Jahr werden sie mich nicht brauchen. Oh Mann, ey. Au, Backe. Ja, das hört sich ganz klar nach Najuma an. So, Najuma haben wir die Dings gegeben. Die Tomatensamen. Jetzt fehlt. Wer war das hier noch draußen gewesen? Najuma und Hodari. Hodari, Hodari, Hodari. Haben wir nicht. Schade. Also haben wir jetzt den Rest einfach nur noch so drinne. Wir gucken mal ganz fix. Also. Heckler fehlt nur noch. Schade, Schokolade. Nee, wir gehen aber Dings sammeln. Wir gehen sammeln. Und zwar jetzt noch ein bisschen die Muscheln und. Was habe ich noch gesagt? Muscheln und. Austern. Genau, Muscheln und Austern gehen wir jetzt noch suchen. Oh, hier oben. Achso, nee, das ist auch bloß noch ein Dings. So ein Nachtschattengewächs. Aber die ist golden. Oder glitzernd. Du bist glitzernd und dich nehmen wir auch mit.
Huch. Sehr schön. Schon sind wir wieder ein weiter aufgestiegen. Nee. Will ich alles nicht. Du glitzerst schon wieder. Komm her. Genau, wir gehen jetzt, wie gesagt, noch sammeln. Oh, wollte nicht irgendjemand... Irgendjemand wollte doch sowas haben, oder? So ein Geweih. War das Rodari? Ich glaube. Nee, will ich alles nicht, will ich nicht. Schade. Hier, nochmal. Wo bist du? Oh. Geht das so, ja? Ah, manchmal hört man die. Manchmal hört man die ja leider auch nicht. Was dann immer so ein bisschen kontraproduktiv ist. Wo sind wir? Wir sind hier. Ja, wir laufen jetzt hier so runter und dann wieder am Strang lang hoch. Würde ich mal so sagen. In der Hoffnung, dass wir was finden. Ach genau, und so einen Flusskrebs müssen wir mitnehmen. Hier einen so einen orangenen Krebs, Krabbe. Irgendwie sowas in der Drehe. Ja, so ganz einfachen Dings. Da vorne ist schon einer. Hier vorne ist ein Lilaner, oder? Der nicht? Ach nee, da sah bloß Lilan aus. Also nicht der, sondern der da. Da vorne liegen zwei Dinge drin. Das ist auch immer ganz... Was bist du, ein Krebs wieder? Vorne liegt, glaube ich, was. Nee, ist nur ein Steinchen. Okay, gibt's sowas Besonderes, weil du so glitzerst? Nö, schade. Vorne die Schnecke, also wir nehmen jetzt so ziemlich fast alles mit, was halt Geld bringt. Oh nein, sag mir jetzt bitte nicht, es geht schon wieder so los wie gestern oder vorgestern. Da hatte ich irgendwie 7 oder 8 Bomben pro Schnecke gebraucht. Also das war wirklich anstrengend. Oh, hier geht es ja noch viel weiter mit dem Zeug zum Sammeln. Oh nein. Hör jetzt auf. Bleib jetzt hier. Danke. Genau, da habe ich halt echt richtig, richtig viel immer verballert an den, Oh, wir haben ja auch fast gar keine Dings mehr. Sehe ich gerade. Fast keine Bomben. Ach, Mann. Na, nicht ganz so tragisch. Kriegen wir dann schon noch alles. Irgendwie. Hoffe ich. Was ist das? Wenn ich hier drinnen stehen bleibe? Okay, dann fängt es an zu brubbeln. Aber lag hier nicht noch irgendwo was rum? Nee. Doch. Natürlich, da vorne liegt doch noch was. War ich doch richtig in Erinnerung. Zwischen Windy? Da sind wir doch. Zwischen Windy und Beach flared. Okay. Dann müsst ihr dann da sein. Genau. Oh. Das schreiben wir auch mal hin. So. Oh. Aber ich möchte hier vorne noch die beiden Dinger noch mitnehmen. Hier lang da noch irgendwo zwei. Da vorne. Drei. Sieben Bäume. Na, die nehmen wir doch mit Kusshand mit. Wo war es jetzt? Da vorne. Die nehmen wir mit. Ja, wenn ich das sehe, dass ich in der Nähe von irgendwas bin, versuche ich das halt auch immer in den Chat zu schreiben.
Und das macht sich dann halt auch immer ganz gut so. Kommen wir da bis ganz hoch? Ja, müsste. Hoffe ich. Genau. Einmal anhauen auf jeden Fall. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Hatte nicht irgendjemand geschrieben? Sieben Bäume? Achso, hier unten ist doch der siebte. Zack. Genau. Und jetzt kriegen wir dann noch so ein bisschen das zusammen. Muscheln brauchen wir auf jeden Fall noch. Die Krebse. Also das wird schon. Oh. Das war schlecht. So. Naja, seht da, wird gleich geschlagen alles. Wir sehen uns dann gleich wieder, sobald wir anfangen zu schlagen. Und dann geht's weiter. Ja, also manchmal ist es halt auch so, dass die sich nicht direkt dran halten. Wie ihr gerade seht. Irgendjemand hat angefangen hier zu schlagen. Und schon sind die Bäume gleich alle weg. Ich hab den vergessen anzuhauen. Nee, da hatte ich doch angehauen. Okay. Noch irgendwo einer? Nee, das müssten jetzt sieben gewesen sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, genau. Und thank you. Ups. Genau, ganz einfach ein bisschen nett sein. Also, wie ihr seht, 28 Holz mal ganz fix. Hier von dem, wie heißen die? Strömungsbretter, war? Strömungsholz. Genau. Mitgenommen, also von daher alles tipptopp. Besser kann man es manchmal gar nicht haben. Und wie gesagt, wenn ich halt auch sowas sehe. Ich habe halt keine Flares. Also so eine Leuchtraketen. Oh, na da. Ich habe dich doch getroffen. Solche Teile habe ich leider nicht. Bin ich auch ehrlich gesagt noch ein bisschen zu geizig dafür, die auszugeben. Von daher schreibe ich halt immer nur, wo das ist. Ah, da vorne ist noch ein Tierchen. Und da liegt auch noch was. Hier ist ein goldener. Ein gestärmter, sagen wir es mal so. Den nehmen wir mal mit. Genau. Oh, Jackpot. Und noch eine Schnecke. Los. Ich wollte jetzt gerade sagen, es geht doch jetzt nicht ernsthaft schon wieder los. Oh, hier sind sogar zwei Schnecken. Nein, die hat nicht getroffen. Na komm. Wie viel haben wir denn jetzt noch? 14. Ach du Schelmkleister. Und auch fast gar keinen Platz mehr. Wie viel Austern haben wir? Vier erst, okay. Wir brauchen aber mindestens sechs oder sieben. Muscheln haben wir auf jeden Fall wieder ein paar genug. Das ist alles gut. Genau, zum Grundstück könnte man auch schon springen. Aber das machen wir noch nicht. Irgendeine Folge würde ich ganz gerne auch mal mit euch angeln wollen. Genau, angeln müssten wir irgendwann mal zusammen. Vielleicht finden sich ja auch noch ein paar Leutchen, dass wir halt alle komplett zusammen angeln. Das wäre vielleicht auch noch eine ganz coole Aktion. Weil ich müsste auf jeden Fall mein Angellevel ein bisschen hochtreiben, denn ich habe halt meistens nie Lust zu angeln, weil es halt immer so eintönig ist. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man so drei, vier Mann ist, dass das dann wirklich auch sehr, sehr viel Spaß machen kann. Von daher gerne euer Feedback dazu. Ganz einfach mal in die
Kommentare. Oh, der war schön getroffen. Und gleich beim ersten Mal. Und Schnecke, komm her. Wie viel habe ich noch? 9. Genau, dann könnte man vielleicht mal zusammen angeln. Ja, bei mir ist es von der Zeit her immer nur so ein bisschen schwierig. Aber das kriegt man irgendwann hin. Bei mir würde es halt meistens eher so spät am Abend funktionieren, so ab 22 Uhr. Und genau, also wenn ihr da Lust drauf habt, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn sich da 4, 5 Mann finden dazu. Dann wäre dies auf jeden Fall schon mal ganz nett. Ach, da ist gar nicht die Karte. Naja. Wenn man verschiedene Spiele spielt und dann aus Reflex eine verkehrte Taste drückt mit der Karte drauf, ist dann mal nicht ganz so cool. Aber man wundert sich halt erstmal, wieso passiert da nichts. Bis man dann merkt, oh ja, verkehrte Taste. Und schon wieder die verkehrte Taste gedrückt zum Sammeln. Huch. Nee, ich dachte eigentlich, dass da oben irgendwie eine Dings liegt. Eine Kiste. Aber das war auch nicht der Fall, leider. So, da vorne liegt... Oh. Sehr schön getroffen. Und gleich noch einer. Nee, du bleibst bitte hier. Danke. Und da unten ist auch noch einer. Und eine Schnecke. Nee, ich nehme... Was bringt mehr? Die Schnecke alleine bringt 36 und du bringst 46. Natürlich nehmen wir den mit. Oh, es muss Glückstag sein. 3 Stück auf einmal, also 3 Stück immer mit einem Schlag gekriegt. Muss wirklich ein Glückstag sein. Ein Glückstag. Wie viel haben wir jetzt alles insgesamt? 6, ja. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir noch zu Hause? 2? Schnecke? Nein. Ich würde so... Hä? Ach, hier. Ich habe jetzt gerade da das Leuchten gesucht, aber das war weg. Genau, wir laufen jetzt einmal nochmal hier so ein bisschen lang, um zu gucken, ob da jetzt noch irgendwie was liegt. Da vorne liegt noch was, habe ich gesehen. Da oben ist noch ein Knoblauch. Den nehmen wir mit. Nee, da war nichts. Sah jetzt auch so ganz komisch aus. Also manchmal sieht es im Augenwinkel so aus, als ob da was liegt. Aber da liegt eigentlich gar nichts. So, hier vorlang. Weiter geht's. Na, wir wollen hier mal fliegen. Zack. Aber es hat uns eigentlich nichts gebracht, das Fliegen. da oben liegt auch nichts. Nee. Das ist der verkehrte Krebs. Da vorne liegt wieder was. Und nochmal ein Lilaner. Noch ein Lilaner. Oh. Nein. Nein. Schön. So, jetzt können wir nach Hause gehen. Wir haben jetzt eh keine Dings mehr, keine Rauchbomben mehr. Naja. So ist das manchmal, wa? Dass immer wieder mal irgendwas Komisches passiert. So. Najuma. Oh, hey, ich wusste nicht, ob du wirklich zu Hause bist. Also ich war gerade in der Gegend und dachte, ich schau mal vorbei. Weiß denn Papa, dass du hier bist? Immer schön, dich zu sehen. Wirklich? Dann bin ich ja froh. Ich hatte Angst, dass ich vielleicht nerve, aber ich will gerade einfach nicht zu Hause sein. Was ist passiert?
Papa lässt mich noch immer nicht in die Minen. Ich habe alles versucht, um ihm zu beweisen, dass ich verantwortungsbewusst bin. Aber er will mir einfach nicht zuhören. Er behandelt mich wie ein Baby oder als ob ich nicht wüsste, wie gefährlich es ist. Aber das weiß ich sehr wohl. Ich weiß es wirklich. Du bist noch zu jung? Soll ich ihm so richtig die Meinung geigen? Ja, das machen wir. Ihm so richtig die Meinung geigen. Was? Ich glaube nicht, dass das helfen würde. Glaub mir, ich habe oft genug mit ihm gestritten. Außerdem sagt er ja selbst immer, dass Taten lauter sprechen als Worte. Also sollte ich vielleicht aufhören, auf seine Worte zu hören. Schau mal, ich habe einen Sicherheitsanzug konzipiert. Wenn ich den herstelle, wird ihm vielleicht klar, dass ich die Sache sehr wohl ernst nehme. Ich brauche bloß deine Hilfe dabei, ein paar Materialien zu organisieren. Ich kann nicht so gut zielen und im Laden sind sie ziemlich teuer. Schau in Bahari vorbei, falls du alles besorgen kannst. Ich verspreche dir, dass es sich für dich lohnen wird. Ich habe so das Gefühl, wir haben gerade ein wenig was Vernünftiges wiederbekommen an Quest. Warte mal. Diese Grille will doch, glaube ich, Tau haben. Kann das sein? Tau, wo bist du? Tau, wo bist du? Gemeine Feldgrille. Die möchte gerne Tau haben. Also bleibt die da. Die können alle weg. Der kann weg. Und rein da, der nicht. Die auch nicht. Der bleibt auch mit hier. Die Glasscheibe, die machen wir auch mal mit weg. Das weg. Das weg, das weg. Hier von 5 dahin. Die bleiben auch. Die weg, das weg, das weg, das weg. Wir verkaufen erstmal. Weg. Verkaufen. Na, wir nehmen uns mal 5 noch ab. Wir gucken einmal hier rein. Hier ist eigentlich fast nichts drin. Weg. Verkaufen das Ding. Hier irgendwie was drin. Mujin-Fleisch, was bringt denn das? 13. 19. Krass. So, hier. Die weg. Die weg. So viel brauchen wir im Leben nicht. Noch irgendwas, was über 30 hat? Nein. Nein. So, die Pfeile können wir einmal einpacken, genau. Wo ist denn der Pfeil hin? Hatten wir den einen echt? Ne, den hatten wir abgegeben. Stimmt. Entschuldigung. So, Fische. Hiervon hauen wir mal ein paar weg. Oh, das war einer zu viel. Den wir weggemacht haben. Hiervon kann einer noch weg. Hiervon können drei weg. Vier weg. Zählen sollte gelernt sein. Die können weg. Das Ding kann weg. Die kann weg. Wir hatten ja noch genug Muscheln. So, noch irgendwie was, was wir wegmachen können, was ordentlich Geld gibt. Haben wir noch einen Edelstein oder sowas? Wir haben hier so ein Dings. Das brauchen wir für irgendjemanden. War das für Hassian? Ich guck grad mal. Für Hodari, genau. Das ist für Hodari. Wieso konnten wir Hodari nicht das Kupfererz geben? Komisch. Und das war's erstmal. Kriegen wir 10.000. Sehr schön. Cheyenne ist auch noch da. Sag mal, hast du schon von der palianischen Tradition der Sternsteine gehört? Noch nie von ihnen gehört? Ja, ich weiß alles über sie. Wir kürzen das ab. Dann brauche ich ja wohl nicht weiter über Mondphasen und Jahreszeiten zu reden. Aber ich werde trotzdem dieses Geschenk abgeben. Ich habe dir eine Tapete in der Farbe von rauchigem Quarz besorgt. Mein Sternzeichen. Quarz erfüllt mich mit meinem Gefühl von Pflicht und Zugehörigkeit. Okay. Coole Sache. Sehr nett von dir. Einmal noch hier gucken. Wir können denn wieder ernten und nachpflanzen. Aber das werden wir jetzt nicht tun. Ich werde jetzt einmal bloß ganz kurz alles gießen.
Und ich würde dann ganz einfach sagen, ganz dreist, so wie ich bin, wir gießen erstmal fertig. Super. Dann wächst hier auch schon wieder fast alles. Das ist echt richtig, richtig gut. Und ja, dann brauche ich mich halt gar nicht mehr weiter darum kümmern. Wie gesagt, wir brauchen halt unbedingt noch schnell viel, viel mehr Geld, um die großen Kisten uns zu kaufen. Genau bis zu dem Ding hier. Achso, geht ja gar nicht. Also bis zu 5, das ist ja alles, was Questgegenstände sind. Ach, die 3. Austernfleisch. Austernfly. Austernfly. Genau. Also bis zur 6 jetzt ist alles komplett Quest. Nicht schlecht, Herr Specht, würde ich da mal sagen. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch einen angenehmen Tag, viel Spaß und ciao, Kakao.